Hallo, hier ist die Anna und ich habe eine kleine Botschaft für heute, für den 10.04.2018, 10. April. Hallo, eine kleine Botschaft von den Engeln. Und zwar geht es darum, wenn du, der du hier zuhörst, die Gabe der Hellsichtigkeit besitzt, ne, dann ist es ganz wichtig, dass Hellsichtigkeit generell gekoppelt ist, wirklich, dass man mit Engeln zusammenarbeitet. Ich besitze auch diese Gabe der Hellsichtigkeit, wie wir wissen hier, denke ich, wer mich ein bisschen kennt. Und das seit meiner Kindheit. Wobei es seit einigen Jahren, seit dem Jahr 2011, sich absolut verstärkt hat und mir seit 2011 eben auch die Engel begegnet sind und sich diese Gabe dort ausgeweitet hat. Und ich möchte sagen, wenn wir hellsichtig sind und diese Gabe nicht benutzen in zum Zusammenarbeit mit den Engeln, dann können wir ein bisschen fehllaufen. Und zwar warum? Wir sehen sonst eventuell Dinge, die wir gar nicht sehen sollten oder wollten, okay, weil wir einfach irgendwie vielleicht alles sehen oder ich weiß es nicht, was wir dann sehen, hellsichtig, ne? Wir könnten Dinge sehen, die uns selbst in Schwierigkeiten bringen oder anderen Schwierigkeiten bringen in dem Moment, weil die Zeit noch nicht reif ist, okay. Wenn die Engel aber an unserer Seite sind und uns leiten, dann sehen wir immer das, was hier zu jedem Zeitpunkt richtig ist, für uns und für den anderen, okay. Das ist zu unserem eigenen Wohl, weil wir uns, wie gesagt, nicht in schwierige Situationen begeben. Und das ist zum Wohl des anderen, damit wir auch einem anderen, sage ich mal, nicht zu nahe treten, okay. Ganz wichtig. Wenn wir hellsichtig arbeiten, gerade auch professionell, auch dann möchte ich wirklich bitten, dass wir das nur in Zusammenarbeit wirklich mit dem Himmel machen, gerade wie gesagt mit den Engeln. Und zwar warum? Auch da wieder ist ganz wichtig, dass die Kommunikation zu unserem Gegenüber eine positive, konstruktive, sanfte Kommunikation ist. Das heißt, wenn zu mir ein Klient kommt, ne, und ich sehe, welche Schwierigkeiten er hat, okay, ist das hellsichtig, dann bitte ich immer die Engel, bitte helft mir, dass ich sanft genau die Worte finde, die der andere annehmen kann, die er verstehen kann, die ihn nicht verletzen oder einfach die ihn überlasten. Ne. Die Engeltherapie ist entwickelt worden vor vielen Jahren von der Autorin Dawn Wirtue, die selber durch Erlebnisse mit Engeln dahin gekommen ist. Sie war vorher einfach eine Psychologin ausgebildeter. Und ich hatte eben das Glück, bei ihr selbst eine Ausbildung machen zu dürfen in Engeltherapie. Ich hatte schon Begegnungen mit Engeln und war schon relativ gut mit ihnen, war schon in guten Kontakt mit den Engeln, aber sie hat mich hingeleitet, wie ich das noch professionalisieren kann. Und ich kann auch sagen, die Engel, wie gesagt, die sind dafür zuständig, dass sie uns bei der Kommunikation helfen, unserem Klienten, unserem Gegenüber. Und sie helfen, wie gesagt, die Dinge klar zu sehen. Sie helfen auch, Dinge wirklich auf der höchsten Ebene zu erkennen. Uns mit dem Allwissen zu verbinden. Was ist wirklich, was steht hinter der Situation? Okay? Und das Allerwichtigste, die Engel verbinden uns immer mit der Liebe. Das heißt, egal was wir sehen, auch wenn wir eventuell erkennen, dass irgendwo Ungerechtigkeit geschehen ist, dass vielleicht auch ein Mensch, der vor uns sitzt, Unrecht getan hat, ne? Was auch immer es sei, die Engel werden uns helfen zu verzeihen. Dem anderen und Verzeihen in die ganze Situation hineinzubringen. Es kommen auch Menschen zu mir, die in Konflikten sind, wo Konfliktfälle harmonisiert werden wollen. Okay. Und wir arbeiten hellsichtig, wir schauen die Situation und es ist ganz, ganz wichtig, dass ich die Engel um Hilfe bitte. Weil nur sie wissen, was richtig ist in der Situation. Ich bin einfach nur ein Mensch mit irgendeinem Talent vielleicht, okay. Aber es ist ganz wichtig, dass die Engel helfend eingreifen. Die Engel sind wirklich wie ein GPS. Die Engel sind da oben im Himmel. Die haben viel besseren Überblick als wir, okay? Und wie gesagt, sie leben noch viel mehr in der Liebe, als wir es überhaupt können, ne? Sie werden uns
auch als hellsichtige Menschen immer auffordern, wie gesagt, mit den Augen der Liebe auf einen anderen Menschen zu blicken, egal was ist. Wir werden es immer helfen, dem anderen zur Heilung zu führen und auch, dass er lernt, sich selbst zu verzeihen. Wir werden immer ganz stark mit Mitgefühl arbeiten. Und was ich ganz stark spüre, den Einfluss der Engel, dass sie helfen, jede Situation, wie schwierig sie auch immer ist oder wie harsch sie auch sein mag, dass sie von Liebe umgeben wird. Fast könnte ich sagen, von Liebe verschlungen wird. Es ist wirklich so, dass egal wie groß ein Problem ist, egal wie schwierig eine Situation ist, egal wie harsch die Energie sein mag, die Liebe ist noch viel, viel größer als das. Und die Liebe kann das irgendwo, ich kann fast sagen, besiegen und überwinden und das aufnehmen in sich, damit all das, was uns als Schwierigkeiten bisher erschienen ist, wirklich, ich kann fast sagen, überwältigt werden kann durch die Liebe, wirklich geheilt werden kann durch die Liebe. Deswegen ist ein ganz dringender Aufruf heutzutage an diesem Tag, dem 10. April 2018, aber wer später hört, auch gerne später. Bitte, wenn ihr hellsichtige Gaben besitzt, okay, es ist eine ganz wundervolle Gabe, okay. Man kann sie leider auch, könnte sie leider auch missbrauchen oder negativ benutzen. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen niemandem damit schaden, okay. Und auch deswegen ist ganz, ganz wichtig, sich anzubinden an die göttliche Ebene. Die lenkt uns, die führt uns, die leitet uns zum höchsten Wohle aller und auch unserer selbst, ne? Denn auch wenn wir selber gut geleitet sind, dann werden auch wir selbst niemals in Schwierigkeiten kommen, sondern immer nur im besten Sinne aller Beteiligten handeln. Okay? Ganz wichtig. Okay, alles, alles Liebe für euch. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.